Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat nach einer erneuten Überprüfung grünes Licht für den Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson gegeben. Jedoch könne er tatsächlich in sehr seltenen Fällen Blutgerinnsel auslösen. Eine Warnung vor ungewöhnlichen Blutgerinnseln sollte als seltene Nebenwirkung der Impfung von Johnson & Johnson hinzugefügt werden. Die EMA hatte 8 Berichte aus den USA über schwerwiegende Fälle von Blutgerinnseln untersucht. Die EMA-Spezialistin für Risikobewertung: Zu den Symptomen gehören Atemnot, Brustschmerzen, Schwellungen im Bein, anhaltende Bauchschmerzen, neurologische Symptome wie starke oder anhaltende Kopfschmerzen oder verschwommene Sehen sowie Druckstellen abseits der Injektionsstelle. Wer eines dieser Symptome nach der Impfung bemerkt, sollte zum Arzt gehen. Bei frühzeitiger Behandlung können Gesundheitsprofis den Betroffenen helfen und weitere Komplikationen vermeiden. Vor einer Woche hatten die USA Impfungen mit dem Mittel von Johnson & Johnson ausgesetzt, nachdem bei etwa 7 Millionen Impfungen 8 Fälle von Thrombosen aufgetreten waren. In der EU war die Auslieferung des Impfstoffs erst in der vergangenen Woche angelaufen.